Die Sozialkassen sind pleite. Die Folge: Rentner und Erwerbslose können ihre Mieten nicht zahlen. Sie haben einfach Nordkorea angegriffen. Der Krieg ist da! Die Ausgangssperren treten ab sofort in Kraft. Wer nach Sonnenuntergang auf der Straße ist, wird erschossen. Zurück bei Live auf Kanal 3. Die Sicherheitsbehörden raten ihren Bürgern, sich vor Plünderungen zu schützen. Versucht uns nach dem Crash alle zu Sklaven zu machen. Es begann im Juli. Sie haben uns mit Wetterwaffen sinnflutartigen Regen gebracht. Wir hatten eine Außentemperatur von unter 15 Grad Celsius. Und mit dem Hochwasser kamen die Ratten. Und mit den Ratten kamen die Flöhe. Und mit den Flöhen die Seuchen. Die Regierung meinte zu uns, wir sollten uns doch bitte gefälligst alle impfen lassen, damit wir nicht sterben. Und wer sich nicht impfen ließ, der durfte einfach nicht mehr zur Arbeit. Und wer seine Kinder nicht impfen ließ, der durfte sie nicht in die Kindergärten und auch nicht mehr in die Schulen schicken. Und wer die Kinder nicht zur Schule ging oder den Kindergarten nicht besuchten, die wurden vom Ordnungsamt erst zum Arzt zum Impfen gebracht und am nächsten Tag wieder zur Schule zwangsbegleitet. Sie führten Körpertemperaturmessungen vor Bürogebäuden, vor Supermärkten, Bahnhöfen und Fußballstadien ein. Alle mit einer Kerntemperatur von über 37,5 Grad wurden zwangsgeimpft und mussten 2 Wochen zu Hause bleiben. Unglücklicherweise wurden nach den Impfungen mehr Menschen krank als vor der Impfwelle. Es breitete sich eine Pandemie aus. Und da die herrschenden Politiker meinten, dass sich die Krankheit über Geldscheine verbreitet, wurden diese abgeschafft und die Bürger durften nur noch mit Giro und Kreditkarten ihre Geldgeschäfte abwickeln. Wer wollte, konnte sich natürlich schon freiwillig chippen lassen und mit seinem implantierten RFID-Chip bezahlen. Und um den vielen Terrorattacken, die mit Fahrzeugen begangen wurden, zu begegnen, verboten sie uns das selbstständige Fahren mit unseren Autos und führten das autonome Fahren ein. Man sagte uns, dass russische Computerhacker das Bankensystem lahmgelegt hätten und keiner kam mehr an sein Geld ran. Nirgendwo. Aus Angst verkauften Anleger all ihre Aktien und ein Börsencrash löste eine Panik aus. Die Lebensmittelketten waren in 2 Tagen leer. Das Fernsehen schwenkte um 180 Grad um und gab den verneu eingebürgerten Flüchtlingen die Schuld, da diese ja die Krankheit aus ihren Heimatländern mitgebracht hätten. Und natürlich der böse Russe, der diese missliche Lage für einen Cyberangriff ausnutzte. Unzählige Lynchmobs zogen durch die Straßen und verbrannten die Asylanten bei lebendigem Leib. Die Polizei war schnell mit ihren Kräften am Ende. Das Militär war schon längst bei ihren Familien zu Hause. Also rückte die Eurogen voran und schoss auf die Köpfe der Leute. Ein Bürgerkrieg überzog Europa und um den Herr zu werden, teilte die Obrigkeit die Städte in farbige Zonen und Distrikte ein. Und damit sie wussten, wer wohin gehörte, wurden die Menschen zwangsgechippt und der, der sich weigerte, ja, der bekam auch keine digitalen Essensmarken. Die Lage beruhigte sich und es wurden intelligente Stromnetze, USB-Kühlschränke, smarte Waschmaschinen und Wi-Fi-Fernseher eingeführt. Es durfte nichts mehr verkauft werden, das sich nicht von einem Hauptrechner aus, dem Innenministerium her, kontrollieren und bei Nichtbenehmen des Besitzers ausschalten ließ. Die 50-Stunden-Woche wurde wieder eingeführt und jeder zwischen 16 und 75 musste an die Werkbank und sich gegen neue Bürger aus der blauen Zone, die nur 2 Credits die Stunde verdienten, behaupten. Ein Belohnungspunktesystem wurde eingeführt und jeder, der Kritik an dem System übte oder sich nicht brav zu benehmen wusste, bekam einfach keine Punkte und musste länger arbeiten und durfte für seine digitalen Essensmarken mehr abdrücken. Frauen aus der grünen oder gelben Zone, die Geschlechtsverkehr mit Männern aus der blauen Zone hatten, bekamen einen Jahresvorrat an Belohnungspunkten. Bürger, die das kritisierten, landeten in FEMA-Camps und wurden durch ein ordentliches MK-Ultra-Programm zu willenlosen Zombies umtransformiert. Brüder, Väter, Söhne. Ja, halbe Dörfer verschwanden und wurden in einer Nacht- und Nebelaktion deportiert und durch staatliche Hände gefoltert. Alles für die gute Sache.
Denn sie haben es doch tatsächlich gewagt, den Klimawandel anzuzweifeln, die Lügenpresse zu kritisieren, Hasskommentare in sozialen Medien zu verbreiten oder die offizielle Geschichtsschreibung in Frage zu stellen. Dann kam die Dürre. Und das Vieh verstarb auf den Feldern und den Industriescheunen. Wasser wurde streng rationiert und die hygienischen Zustände in den Zonen wurden so schnell unerträglich, dass schon bald wieder eine schlimme Seuche ausbrach und die Menschen dahinraffte. Es wurde die Ein-Kind-Politik eingeführt, außer für die Familien der blauen und der roten Zone. Ein Krieg wurde um die letzten Wasserquellen geführt und hunderttausende Soldaten mussten in den Wüsten ihr Leben lassen. Das Leben als solches wurde nun besteuert. Und jeder, der nicht fleißig war, und jeder Arme, jeder Schwache und jeder Greis durfte nun für seinen Atem mehr Credits bezahlen. Und wer das nicht konnte, dem wurde das Kind entzogen und es verschwand in einer dunklen Gruft, wo es der Elite zugeführt und rituell gemordet wurde. Der Rest wurde euthanasiert. Denn die Menschen selbst sind es, die auf diesem Planeten das Problem darstellen und den Klimawandel hervorgerufen hätten durch ihr bloßes Ausatmen. Sie schafften die Ländergrenzen ab, schufen eine Weltregierung in Jerusalem, sie führten ein Weltgericht ein, eine Weltarmee, eine Weltpolizei und alles, von dem du glaubtest, eine Auswahl haben zu können, wurde demokratisiert, globalisiert. Also vereinheitlicht. Es sollte von nun an auch nur noch ein Geschlecht geben. Wer sich männlich oder weiblich nannte, wurde zwangsoperiert und zu einem Mischwesen geformt. Nun gab es auf der ganzen Welt nur noch farbige Zonen. Die gelben Zonen waren für die Armen. Es waren die Slums. Die roten, ja, die waren für die Superreichen. Die blauen für die Asylanten. Und die Grünen für die total verknechteten Sklaven, die als Tierparks und Zoos für die Elite dienten. Die Bewohner der roten Zone machten sich über die Bewohner der grünen Zone lustig, es seien alles Narren, Untermenschen, billige Arbeitskräfte und Hirnnutzverweigerer. Die Bewohner der blauen Zone verachteten die Bewohner der gelben Zone und versuchten diese zu unterwandern, verkauften ihnen Drogen und vergewaltigten ihre Frauen. Und alles drehte sich nur noch um Credits, die neue Währung, die uns von oben übergestülpt wurde, denn unser Geld war nur noch ein nach Nord oder Süd ausgerichtetes Teilchen auf einer Festplatte, die irgendwo in der Wüste in einer riesigen Serverfarm lag. Eine Fiktion, nur noch ein nicht greifbares Traumgebilde, das mit dem Ziehen eines Steckers sofort ein Ende finden würde. Bedauerlicherweise fragt sich heute keiner mehr, wie es dazu kommen konnte, wie wir als krank geimpfte und zwangsverchippte Sklaven einer völlig wertlosen Verrechnungseinheit hinterherrennen, nur um den morgigen Tag noch zu überleben. Warum haben die Bürger vor 42 Monaten im September 2017 Menschen gewählt, die die Wähler abgrundtief verachten, die Deutschland und alle deutschen Tugenden abschaffen wollten? Warum haben die Menschen bis zum Schluss nicht verstanden, dass die Politik und all ihre Parteien nur dazu da sind, um die damalige Struktur zu erhalten und mit der Pharma-, Finanz- und Wirtschaftsmafia das Volk zu unterdrücken? Zurückblickend war alles ein riesiges Spiel, ein Theaterstück und wir waren nur die Statisten. Und da stehen wir heute ohne Kunst, ohne Kultur, ohne Sinn und ohne Perspektive. Ein einziger Überlebenskampf für die, die den Zusammenbruch der alten Welt überlebt haben. Wenn du das hier hören kannst und wenn du das hier sehen kannst, ist es noch nicht passiert. Ich schicke diese Aufnahmen in einer Zeitkapsel zurück in das Jahr 2017 und ich habe nur noch einen Tipp für dich. Behalte deine Stimme am 24. September. Du musst verstehen, dass du mit deiner Stimmenabgabe gar nichts verändert hättest. Im Gegenteil, du würdest nur einem lebensverachtenden System ihre Legitimation geben. Lass es dir von jemandem sagen, der die Zukunft kennt. Du brauchst keine Völker austauschenden Politiker, die dir 2/3 deines Geldes klauen und dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Du musst dich nicht mehr beherrschen lassen, du bist alt genug. Die Politiker werden während des Zusammenbruchs nicht für dich da sein. Die werden sich in den Süden absetzen und schön in der roten Zone leben. Sie brauchen den Crash, weil sie verstanden haben, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Harmonie lässt sich nicht steuern, Chaos aber schon. Bereite dich auf ein riesiges Chaos vor
Und die einzige Wahl, die du jetzt noch treffen solltest, ist, willst du frei sein oder willst du ein Sklave sein? Du entscheidest.